Hallihallo Leute, hier ist euer TGE-Team. Mit dabei ist der Kilian. Hi, ich bin auch Und mal wieder mit dabei. Was für eine Überraschung. ja, und wir sind endlich mal wieder dabei, Diablo 3 hier zu zocken. Und ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Ach, hier Wir links. müssen mit dem Schmied Hedrick Eamon sprechen. Habe ich zumindest hier als Questziel. Lass mal hier mit den Händlern Ich nochmal habe einfach, du reden. musst mir aber versprechen, Der hat auch nur dass irgendwelches egal, was ich komisches dir Zeug. verkaufe, aber ich kann hier ein du bisschen sehr gut verkaufen und darauf so. aufpassen wirst. Naja, also das kann man ja eigentlich beim Schmied einstampfen lassen. Steht der hier eigentlich schon da? Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich meine ja, oder ich glaube, der kommt jetzt eigentlich gleich erst. Ach, ja, ich kann das Zeug schon einstampfen lassen. Moment. Okay. Ich bin gerade dabei. Ui, ui. Ich bin gerade dabei, hier ein bisschen was zu machen. Der hat auch nur Scheiße dabei. Mit meinem anderen Char habe ich schon so ein paar legendäre Sachen Lea hat die gefunden. ganze Nacht damit verbracht, mit der Frau des Schmiedes zusammen Kommst die du? Verletzten zu versorgen. Bin unterwegs. Habt ihr gehört? Ist der Schmied schon da gewesen? Ja, ne? Schmied, der Kapitän Beim ich sagte, du konnte meine könntest Sachen helfen, einstampfen ohne lassen, ja. Leorix zu finden. Also, wir reden jetzt Nicht eigentlich erst jetzt. mit dem Schmied. Meine Frau, Du hast schöne sie Flügel. ist im Darf ich Keller die anfassen? eingeschlossen. Genauso wie Versuch's die doch. anderen, die gebissen wurden. Mir wurde aufgetragen, sie alle zu töten. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Das frage ich mich auch manchmal, Verdammt, ne? aber es muss getan werden. Ich werde euch helfen. Balthasar, so ein harter Folgt Bursche. mir. Ab in den Keller. Wir sind doch alles Kellerkinder, ne? Ja, töten wir ein paar Leute hier. Mach mal auf! Hallo! Es tut mir leid. Es muss getan werden. Wie erstmal, tut mir leid, dass ich euch jetzt töten muss, aber es muss halt sein. Meine Liebe, bitte vergib mir. Die ist ganz böse. Oh, wieso habe ich schon so viel abgezogen bekommen? Weil du nichts kannst? Und weil du so gut bist. Hilf mir! Töten wir sie. Bam. Ohne euch hätte Ich ich habe ein es bisschen was nicht bekommen hier. geschafft. Ich stehe in eurer Schuld. Mein Name ist Ja, Hedrick Eamon. was haben wir denn hier? Ich habe Moment. einen Handspeer. Hat Kane erzählt Psst, die mir, reden ihr gerade. wüsstet, wo Du redest Leorix gerade, Krone du Arsch. abgeblieben ist. Da kann ich euch weiterhelfen. Sie wurde mit in das Grab seines Kanzlers gelegt, meines Großvaters. Ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Hain des Weglagens finden. Habe ich Und einen wenn hübschen ihr Speer in meinen der Hand? Namen von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt. Machen wir doch glatt, mein Freund. Gehen wir hier durch die Tür und laufen zu. Findet den Friedhof des Verlassenen. Der Verlassenen in Hain des Wehlagers. Mehr Blut. Ich bin auf dem Weg. Du musst ja alle fertig werden. Natürlich. Ich werde stärker. So, hören wir uns noch ein bisschen unnützes Wissen an. Aasfresser sind abstoßende, erbärmliche Kreaturen, die von Aas und Leichen leben, die zu verrottet sind, um irgendwelche anderen Fleischfresser anzuziehen. Ich traf einst einen zerlumpten Burschen, der behauptete, ich brauche dieser Priester Zeit. darauf abgerichtet zu haben, ihm große Ratten zum Verzehr zu bringen. Ui. Aber ich bin sicher, diese Geschichte ist völliger Unsinn. Okay, die tun weh, wenn man stehen bleibt. Nicht genug. Findest du? Ah, mir schon so ein bisschen. Also ich merke von denen nicht viel. Ja, du hast auch schon Pentagon hier in Level und so. Paragon. Paragon, Pentagon. Und dabei ist es nicht mal mein Paragon, das ist alles von meinem Bruder. Ich nutze das nur voll aus gerade. Hat er sich jetzt schon Reaper of Souls geholt, oder? Ja klar, habe ich drauf. Oh, ich nicht. Ja, deswegen habe ich ja diese Flügelchen. Ah, okay. Juhu, Monster! Komm schon auf den Skelett. Wir haben den Skelettkönig schon getötet? Nee, der kommt erst noch. Komm schon auf den Skelettkönig. Mal schauen, vielleicht kommen wir heute noch zu dem. Ja, auf jeden Fall kommen wir heute noch zu dem. Da ist noch ein.
gefräßener Bruder oder gefräßiger Bruder. Ach, wir sollen unten zu dem blauen Pfeil bestimmt, oder? Ich hab keine Ahnung. Mir wird angezeigt, dass du da unten noch bist. Na egal. Jetzt bleibst du bei mir auf der Stelle stehen. Was machst du? Ja, denn? Weil ich gerade ein bisschen Ausrüstung anschaue. Ach so, ja, sag Bescheid, ich lauf schon mal zuvor. Weil ich hab da wieder ein bisschen was gefunden, was ein bisschen besser war als mein Zeug, das ich schon hatte. Joa. Ah, ich hab's gefunden, wo wir hin müssen. Da hinten. Nicht genug Wut. Ich hasse das ja mit der Wut, ne? Du brauchst ein bisschen länger für die Mobs als ich, ne? Ja. Ich glaube, das liegt eher so am ein bisschen Level und nein, liegt ja nicht am Level, aber ja an der Ausrüstung und so bei dir. Ja, meine Ausrüstung ist jetzt auch nicht so besonders. Gehen wir erstmal in diesen Keller hier. Entweihte Krypta. Ja, ich kenne die. Bis dahin kenne ich das Spiel ja noch. Ich hatte völlig weit gespielt in Diablo, aber bis dahin auf jeden Fall. Das Skelett kenne ich, habe ich auch noch gebracht. Solange wir zusammenlaufen, machen wir es. So, und wir folgen, wenn jetzt. In den letzten Tagen von König Leorix Herrschaft konnten selbst die Gebeine der Ewigkeit Gestorbenen sich ruhen. Sie nahmen ihre verfallenen Rüstungen und Waffen wieder auf und sind nun bereit, alles niederzumähen, das abhält. Sie mögen vermodert und gebrechlich sein, aber ihre verdrehte Intelligenz macht aus ihnen beachtliche Gegner. Da war was Gelbes. Ja, da wollte er erstmal weglaufen, weißt du? Ich mache nur das Wissen. Dämonen sind dafür bekannt, ihre eigenen Jungen zu verzehren, wenn keine andere Nahrung zur Verfügung steht. Die Nachwuchs, die Kobolde, können mit unterfangen und verbinden sich mit anderen Elementen. Sie bewegen sich in aggressiven Gruppen, immer bereit, sich auf ahnungslose Reisende zu stürzen und sie mit ihren winzigen, messerscharfen Zähnen zu zerreißen. Die Dämonen sind nicht hübsch. So, was ich sagen wollte, die Folgen jetzt von Diablo werden so 15 Minuten bis 20 Minuten jetzt immer gehen. Was sagst du denn dazu, Kilian? Ist okay. Das sieht doch perfekt an, oder? Perfekt. Oh. Ein Event haben wir hier. Ich pass oben und links auf. Diese gebrechlichen Skelette, eigentlich braucht man nur einmal gegentreten und dann sind wir eh tot. Ich bin nicht ja der Tank, ne? Uffa, du, man kann genauso gut tanken wie ein Barbar. Beides Nahkämpfer. Du musst in den Weg hier freischalten. Mit dem großen Hammer. Doch nicht bereit. Ein paar kommen da ja noch, ne? Wollen Sie ruhig. Ui, das war schon. Oh ne, ich bin Level aufgestiegen. Oh, da haben wir ein bisschen was gefunden. Sehr schön. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt aufzunehmen, ne? Ach, so lang schon nicht mehr. Und du bist der Inhaber dieses Kanals, ne? Ja, wollte ich dir nur mal sagen, eigentlich. Eigentlich, ne? Achso, Moment, das ist ein Zweihänder. Ich bin lieber mit zwei Einhändern unterwegs. Ja, ich mag auch so Zweihand und Einhand. Lieber als eine Zweihand oder eine. Oder zwei Einhand. So. Da ist ja gar nichts los. Ich laufe hier immer nur in den Sackgassen. Sucht nach dem Altar des Kanzlers unterhalb des Friedhofs der Verlassenen. Ich hoffe, wir sind hier richtig. Kann sein, dass wir hier richtig sind. Vielleicht auch nicht. Ja, und das die Hunde bellen wieder, weil das sind meine Stars und die kreischen hier schon. Nicht genug Wut.
Ich mag keine Hunde. Oh, da ist ein toller Mob. Sag mal, die soll man da draußen leise sein auf den billigen Plätzen. Nun so, stellst du doch ruhig. Neues Wissen. Die dramatischen Ereignisse in diesem Land haben viele Geister zurückgelassen, die nicht in Frieden ruhen und nach Vergeltung streben. Diese Geister üben wahllos Rache an allen, die ihren Weg kreuzen. Denn sie glauben, dass das Blut der Lebenden ihnen das Leben zurückgeben kann, um das sie gebracht wurden. Ich find's so lustig, wenn man mit dem Hammer da haut, den die Attacke, die er hat, kriegen die immer so viel. In den meisten Fällen. Ja, in den meisten Fällen, ne? Was ist das? Da waren wir hier falsch. Da müssen wir den anderen Dungeon suchen. Ah, das war doch klar. Warum sollten wir auch mal Glück haben und den richtigen gleich am Anfang laufen? Hier ist ein Brunnen der Reflexion. Warte mal, ich bin hier gerade noch. Ah. Dumm Weg. Was bringt denn der Brunnen der Reflexion? Dann kriegen die reflektierten Schaden oder sowas, ne? Nö, das war, glaube ich, was anderes. Na, oh. Hast du schon das neue Spiel South Park gesehen? Oder? Gesehen, ja, gespielt noch nicht. Ich fand das ganz interessant. Also ich habe es mir auch noch angeschaut. Oh, eine Truhe mit abenteuerlicher... Okay. Sehr schön. Scheiße. Mach mal eine Hand. Dann machen wir nur zwei Hand. Ich hasse es, mich zu entscheiden zwischen Einhand oder und Schild und oder zwischen zwei Einhandwaffen oder zwischen. Ich habe eine gelbe Einhandwaffe gefunden. Was macht ihr? 1911 Schaden pro Sekunde, plus 1 bis 2 Schaden, 12 Vitalität und 5 Leben pro getöteten Gegner. Und getötete Gegner geben plus 2 Erfahrung. Ich werf mal raus, will mal angucken. Kriegst du wieder, falls ich die nicht brauch? Nee, die brauche ich selber. Nein, die gibst du mir jetzt. Nee, die nehme ich mir schön selber. Du Arsch. Kommst du? Yep. Ich musste nur überlegen, welche meiner beiden Waffen ich da jetzt austausche. Ich will auch so gut sein. Dauert nicht mehr lange. Habe ich irgendwie ein Level 100er. Man kann da jetzt auf Level 100 spielen, irgendwie so, ne? 70. 70 gibt's. Damals gab's doch nochmal bis 100, war doch einmal die mal vor zur Zeit. In WoW geht's bald bis 100, aber sonst. Hier in Diablo geht's bis Level 70 mit den normalen Leveln und dann Paragon bis schieß mich tot. Okay. Hab ich mich so verlesen oder so, keine Ahnung. Wir sind schon wieder falsch. Oder? Kann sein, wenn ihr einen Stein zum Rausporten ist, dann sind wir hier wieder falsch. Das finde ich ja jetzt nicht nett. Gibt's was du nett finden würdest? Ja, wenn wir da ein Maschenschwung sind. Nach Leoriks Ernennung zum König brachte er viele Adlige mit sich. Und die wollen natürlich alle, warum auch immer, edle Krypten. Also habe ich mir meine Schaufel geschnappt, weil ich dachte, ich könnte mit ein paar Löchern leichtes Gold verdienen. Ha, die Nachfrage in der Gegend hier ist endlos. Jetzt grabe ich von morgens bis abends. Selbst meine Träume sind voller Erde. Tja, so ist das, ne? Aber um sein Geld schaffen will, dann wird man gleich komplett gebucht. So, ich will wieder Schild und Axt. So. Hoffentlich sind wir mal richtig. Dritte ist es meistens dann. Sei denn, es gibt noch eine vierte, dann ist es die vierte. Das ist ja Murphy's Law today, whatever can go wrong, will go wrong.
mehr Wut. Das ist ja genauso sinnvoll wie das Sprichwort. Sei immer du selbst, außer du bist ein Einhorn. Ja, ist was Wahres dran? Oh, das sieht aus. Ganz viele Features. Oh, hier sind wieder so komisch. Oh, das war einer gleich schon tot. Identity fix. So, ich bin Level aufgestiegen, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Halte du Wache. Wir haben ja Sprung. Nehmen wir mal den Sprung. Der ist nämlich gut. Den mag ich. Kann man nämlich gut springen. Bei dem Hieb spalten. Werde ich gerade angegriffen? Nicht, dass ich es wüsste. Das sieht doch gut aus. Wobei, hey. Doch, da haut dich jemand. Oh Mann. Blöde Arschi. Ah. So, jetzt kann ich auch annehmen. Ich habe mich schon gewundert, ich konnte nicht annehmen. Oh, da ist ein gelber Mob. Ich bin auf dem Weg. Schon tot? Nö, noch nicht. Ich weiß nicht, wie es morgen mit deiner Zeit aussieht. Bin ich normalerweise am Waden. Nee, das nicht. Es ist nur abends. Also ja, ich hätte morgen ab Abend Zeit. Bis um 6 Uhr abends, ne? Ja, abends habe ich zwar schon Twink Trade, aber. Nachmittags habe ich Zeit und ja, nach dem Twink Trade theoretisch. Dann müssen wir mal gucken. Ui. Okay, ich bin schon gerade immer gelegt. Wie ist der? Fleischklops, irgendwie sowas? Naja, neues Wissen. Hat der was Gelbes fallen lassen und ich kann es nicht brauchen. Die ohne nimm mal mit. Hier ist der nächste. Massengräber geworfen wurden. Dieses grässliche Gemisch aus Leibern verrottet zu einem gemeinsamen Wesen, durch düstere Magie zusammengehalten. All mein Wissen. Und ich konnte doch nur vor ihnen fliehen. Und ich würde jedem vernünftigen Menschen raten, dasselbe zu tun. So, wolltest du das Gelbe nicht raushalten? Es ist eh nur für einen Zauberer, kannst du auch nicht benutzen. Okay. Da habe ich jetzt eine schöne Sichel mit 1-2 Feuerschaden. Und getötete Gegner 4% Erfahrung. Ich habe eine neue Fähigkeit, Odem des Himmels. Schaue ich mir gleich mal an. Was kann das? Da ist irgendwie ein dickes Vieh in der Mitte, glaube ich. Ah, das ist ein Schild. One Hit. Nicht genug Wut. 10 Hände. Oh. Das ist eine Heilfähigkeit, was ich jetzt habe. Und bevor wir in die neue Krypta gehen, werdet ihr sehen, wenn die neue Aufnahme angeht. Nicht. Hör auf, nicht anklicken. So. Hab ich nicht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Haut rein, Leute. Bis bald.